Hi und willkommen zu meinem zweiten Teil von der Eiergeschichte. Also, wie man beim ersten Teil am Ende gesehen hat, hat sich das Ei nicht aufgelöst. Also haben mein Vater und ich uns entschieden, das Experiment noch um eine Weile lang zu verlängern. Ich glaube, es sind 2, 3 Tage werden wir es jetzt verlängern. Und ja, mal schauen, was dann dabei rauskommt. Ich hoffe ja immer noch, dass es sich auflöst und dass es dann zu diesem Geleeartigen wird, aber so langsam traue ich der Sache nicht mehr ganz. Ja, gut. Also dann, bis dann. Ich zeige euch dann, wenn ich gehe, jetzt nachher nach unten. Und dann zeige ich euch, wie das dann läuft. Also, wie es jetzt aussieht. Vielleicht hat sich es bis jetzt schon aufgelöst. Gut, also bis dann. Tschüss. Oh, ich euch auch unterbreche, aber es hat da interessante. Schade. Also, ich finde es jetzt witzig, weil es So wie jetzt Tag. Pfauenfederfarbe. Ja, das ist. Oder so ein Ölfleck. Oder ein Ölfleck, Ja, genau. Ölfleck trifft es Also so eigentlich. rot-grün. Ja. Blau-grün. Da ist auch ein bisschen gelb drin. Ja, Ein das ist ja. Krokodil ist sicher auch Öl. Ah, oh, das ist jetzt aber. Das kannst du nicht sagen. Na doch, wo Ich kommt Öl sonst her? sieht aus wie Öl. Ich habe nicht gesagt, dass es Ja. Öl ist. Die Vermutung ist ja dann aber Schon nahe. naheliegend, ne? Kann aber auch eine Pepsi sein. Das wissen wir nicht. Das ist ja, das ist ja Außer im fünf. Boy. Oder am Ei. Am Boy. Das ist ein Bio-Ei in dem Fall. Nein, das ist freilaufend gewesen. Der ist rumgerannt. Direkt neben Scheich von Abu Dhabi Das rumgerannt, Ölklonge. Neben Traktor. Ja gut, dann gucken wir mal jetzt. Das ist ja aber richtige Schicht, Ja, also. Ja, warte mal, lass mal den oh, das ist ja unten. ja, das ist jetzt seit 3 Tagen Moment, ja, unten. geht dann gleich auf Seite. Wie sieht denn das aus? Ja, sagen wir doch. Jetzt kann ich rausholen. Das Ja. sieht ja echt heiß aus. Ich hab schon ein Foto gemacht. Neu, ich mache ein kleines Video. Verzeih Warte. Das sieht ja lustig aus. Aber das ist schon aufgegangen. Ja, der die Aussage. Also irgendwas zersetzt sich. Witzigerweise hätte das vielleicht noch 2, 3 Tage drinnen lassen. Mutter ist nicht begeistert. Ja, aber machen Machen wir. das noch, solange sie mal hin und her tragen. Ja, machen wir. Okay, ich leg mal das Ei wieder zurück, Pappe. Und dann ist es, das ist ja auch spannend so. Casino will falsches Öl. Ja, der denkt sich auch, geil, jetzt sind wir reich. Von jetzt an nur noch First Wo Class ist mein Leckerli. Hundehaus? Ja, so First Class Leckerli, nichts mehr. Auch gestern hat ein Hund Leine geklaut, der Hund mitgenommen und in Schüssel geschmissen. Wo? Irgendwo, wo jemand kurz vielleicht beim Einkaufen war oder so. So, das ist grauenhaft. Gruselig. Naja, also dann, meine Mutter hat noch eine furchtbare Geschichte am Ende vom Tag 3, aber gut, Die war muss dann ja aber jeder nicht. beleidigt. Ja, das ist die Langeweile. Ich meine, die einen schmeißen ein Ei in Cola und Pepsi und die anderen machen sowas. Möchtest du noch abschließende Worte an meine Zuschauer richten, Vater? Ah, guck mal, jetzt sieht es ein bisschen aus wie so Eisschollen. Aber ich gerade einen Schluck, der reagiert noch nicht. Wo bin ich an? Ja gut, also bis jetzt hat sich nichts getan, aber ich bin wieder auf dem Weg zu meinem Vater nach unten und hoffe, dass es vielleicht jetzt sich was tut. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich gucke mal jetzt langsam im Internet, ob es das nicht auch irgendwie anders gibt, weil ich habe das Gefühl, dass bei der Sache was nicht ganz stimmt. Ja, gut, also dann, wir sehen uns gleich beim Teil unten. Bis dann, tschüss. Also, gestern haben wir uns geweigert, das Teil aufzumachen, einfach weil. Nee, eigentlich schon 2 Tage. Ja, wir haben uns 2 Tage jetzt drum gedrückt, aber Mama, hebe den Deckel. Okay, von ölig sind wir jetzt zu einem. Riecht immer noch nach Cola, wenn man reinpustet. Wo ist das Ei geblieben, um ehrlich zu Da. sein? Ja, aber da sieht man nichts. Das hat zerfressen. Wir drehen mal, wir drehen mal, wir drehen mal, wir drehen mal. Da, jetzt sieht man Ei.
Und man erkennt auf jeden Fall, dass es einen Riesensprung hat, aber was man auch erkennt, es ist nicht durchsichtig geworden. Na gut, dazu erzähle ich euch dann im abschließenden Fazit was. Bis denn! Okay, also gut, mein Fazit zu dieser Geschichte mit dem Ei. Ich glaube, es ist ganz, ganz doll fake. Also ich bin, gehe ganz fest davon aus, dass das Ei, das man im Video am Ende sieht, eigentlich in Wirklichkeit kein echtes Ei ist, sondern dieses Spielzeugei, das ich euch übrigens direkt in der Beschreibung verlinke. Ja, das war alles zu diesem Thema. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint oder ob ihr gedacht habt, das ist echt oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss.